Mitten aus der März-Landtagssitzung. Der zweite Tag läuft, der morgige Tag wartet noch auf uns. Wir haben sehr viele Anträge und auch Gesetzentwürfe eingebracht. Unter anderem setzen wir uns natürlich wieder dafür ein, alle Werftstandorte in Mecklenburg-Vorpommern zu erhalten. Denn wir haben viel zu wenig Industriearbeitsplätze. Wir brauchen die Werften, wir brauchen natürlich auch die Zulieferindustrie. Was für andere Gegenden die Autoindustrie ist, das sind für uns die Werften. Die dürfen niemals flöten gehen und deswegen werden wir uns weiterhin dafür einsetzen. Wir möchten auch die Landesverfassung ändern, denn wir denken, dass da vieles im Argen ist. Wir wollen die Kinderrechte in die Landesverfassung einbringen. Wir wollen das Recht auf Bildung einbringen. Der Klimaschutz, die gleichwertigen Lebensverhältnisse müssen endlich in unsere Verfassung. Wir wollen die Quoren für Volksinitiativen senken, damit mehr Menschen wirklich einen direkten Einfluss auf die Demokratie ausüben können. Wir möchten das Recht auf Kindertagesförderung und wir möchten, dass endlich die Ausschüsse hier im Landtag auch öffentlich tagen, so wie in jeder Gemeindevertretung oder so wie auch im Kreistag. Aber hier im Land tagen sie hinter verschlossenen Türen. Der Ort, wo eigentlich die Politik gemacht wird, der soll öffentlich tagen. Das ist unser Wunsch. Dafür werden wir eintreten. Die Verfassung geht noch in eine zweite Lesung und wir werden gucken, wie sich die Koalition dann dazu verhält.